Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der LS19 Nordfriesischen Marschprojekt. Und jo, in der letzten Folge haben wir ja das gedüngt und das Unkraut entfernt, und jetzt habe ich schon vorgespult. Jo, heute werden wir da wahrscheinlich das Feld abdreschen und da wieder Wiese mähen, aber zuerst werden wir da die 300 h Silage wegfahren. Und ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns einmal den Drescher da. Und dann geht's los mit dem Dreschen. So, dann. Fahren wir mal. Der hat schon 5 Stunden drauf. 40 Kilometer. Geht auch. Jo, so, schau mal. Uiuiuiui. Das war zu schnell. Sorry. So, schau mal. Das war jetzt voll 20. Der macht das. Wie schaut es bei den Tieren aus? So, passt da. Dann schnappen wir uns den Herrn Kollegen wieder. Oder, ja, schnappen wir uns den und fahren wir mal die Silage weg. Was kriegen wir denn für die Silage? €380 pro 1000 Liter, das ist gleich da hinten. Jo. Bis 100 h oder 50 h lassen wir noch drinnen, den Rest fahren wir mal weg. Da haben wir, glaube ich, einiges zu fahren. Knapp 41.000. Okay. Dann fahren wir mal mit dem Zeigester.
Oh, da bin ich wieder. Jo, ich hoffe, euch hat das, die kleine Timelapse da gefallen. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Silage verkauft. Und wie ihr gesehen habt, habe ich auch schon Kredit zurückgezahlt. Und jo, jetzt werden wir da noch mal schnell den Drescher da abdanken. Oder was da zu machen ist. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. So, jetzt haben wir schon 156 Kilometer oben. Und ja, dann schauen wir weiter. Jetzt muss ich 90.000 noch zurückzahlen vom Kredit. Dann sind wir schuldenfrei. Und ja. Was das? So, da sind jetzt noch 98.000 drin, glaube ich. Ja, 98.889. Der bricht da irgendwas zusammen. Das müssen wir da noch ausbessern. Und ja, jetzt müssen wir den noch abdanken und dann ist das. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.